Ja, servus, Botschafter des Lichtes auf dem Wege. Es gab Schwierigkeiten, das heißt, es gab zum Alfenfest Hochwasser in Aichach, im Blumenthal, im Schloss Blumenthal bei Augsburg. Und das Elfenfest wurde verlegt. Aber es war geplant, dass der Erzbotschaft in die Welt hinausgeht. Und dann haben wir doch entschieden, wir machen es. Der Thomas, ich, der Charles und Aurelia war dann auch klar. Und jetzt steht der erste Botschafter schon in Schweden. Der zweite ist in Planung nach Chile, da gibt es Gespräche und wir verschicken und wir versenden. Es war einfach Zeit und Ishtari wollte raus in die Welt und gab, wir stellen später fest, die Schwierigkeiten, was war der Erste, der den Kreis verlässt und den Kreis ausdehnt um die Welt. Und jetzt steht er in Schweden an einem wunderbaren Ort. Die Leute freuen sich dort, dass er da ist. Wir wurden so vom Herzen her begrüßt dort. Und hier ist ein kleiner Botschafter, der darf bei mir auf dem Schreibtisch stehen. Die echten sind 2,40 Meter groß und sie sollen ihr Netzwerk um die Welt entfalten. Und dazu braucht es uns einfach, die dazu beitragen. Und da hat jetzt zum Beispiel, um nach Schweden zu bringen, der Thomas seinen Einsatz gebracht. Der fuhr hoch, ich fuhr dann vom Süden mit dem Botschafter im Laderaum hoch. Und freuen uns, dass die ersten Schritte passiert sind. Und für die weiteren Schritte braucht es auch weitere Unterstützung. Drum auch schauen, wer mag wie, wo einen Beitrag leisten, sowohl durch Hände, wie einfach auch finanziell, damit dieses Projekt gelingen kann und die Botschaft ihre Aufgabe, wozu sie die Aurelia geschaffen hat oder ihr Auftrag war, sie zu schaffen. An ihrem jeweiligen Ort spannen die Botschafter ein Netz dieser hochfrequenten Energien um den gesamten Globus.